Welcome back to another German Food Review, and it's Nordsee time. Nordsee. And yeah, that's basically a fish chain. Fast food chain. Fish. Okay, and I'm not really a fan of fish, but that's tuna. Yeah, so that's good. But it smells horrible at Nordsee. Not super horrible, but yeah, I like fish. I don't like that. And some people sit there. It's like McDonald's, but with fish. Okay, here's the location. It's a shopping mall at Potsdamer Platz, called Potsdamer Platz Arkaden. Okay, and it's a tuna bread, Thunfischbrot in German, €3.50. And that one is new. Yeah, alles klar. Okay, here it is. Tuna bread. And here the calories. 700? 700? Okay. Why is this so high? Okay, there's a lot of protein, of course. 700 for this? Okay. Let's see. Ooh, that looks messy. And yeah, sniff test first. Okay, it smells a little like tuna, not fishy good. Oh no. Huh? Oh, that is too messy. I don't want to touch that. Come on. Let's eat this stuff off. Okay, again, not the best presentation. Look at the napkin here. I mean, come on. Okay. Yeah. No, that's not good. Naughty, but you, here it is, extra napkin and coupons. No, thank you. Naughty. Two meals for €12. Anyway, okay. Yeah, it's too messy. I don't like that. Sorry. But yeah, it looks awesome. Look at this bread. That looks nice, doesn't it? Yeah, that's why I bought this stuff. Oh. Okay, I guess there's a lot of mayo in it to make it tasty. Because tuna isn't very high in calories. Okay, yeah. Oh, but that is messy as hell. Anyway, let's do something here. Come on. Oh, this side. Okay, yeah, a big Stulle right here. Yeah, tastes quite nice, not fishy. Very salty and creamy, yeah, but it's too messy for me. But taste is fine, the bread is nice. I like the bread, very soft bread. Nice flavor. Yeah, here we go. Pickles, at least one. Here we go. Very tasty. Yeah, tuna with mayo, I guess. Works. Very tasty. But also very high in calories. Here we go. And messy. Yeah, €3.50. Yeah. I would say this is better than a Big Mac, but yeah, everything is better than a Big Mac. But no, this here, oh, there's egg on it. Boiled egg, nice. Yeah, it looks a little messy. It is messy, but it tastes really good. Here we go. Yeah, works. Nice snack.
Okay, it's toasted bread. Very nice. Tuna cream. Also nice. And caper in it. Okay, it's lettuce. And there should be a slice of tomato, pickles, and egg. Where's the tomato? Don't know tomato. I don't need tomato. Okay, there's the tomato. More pickles. But yeah, it's tasty. Yeah, definitely tasty. Yeah, I would buy this one again. I like tuna, not fishy tuna. And this one is really yummy. Yeah, I like the bread. This is here, very soft, but it's still a little crunchy. Nice. Yeah. Definitely a thumbs up for Nordsee. Nice. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt etwas von Nordsee. Ich glaube, Benedikt wollte das mal sehen. Hier ist etwas Neues. Habe ich gesehen. Thunfisch-Sandwich. Das heißt Thunfischbrot. 3,50 Potsdamer Platz wieder. Und das ist hier ein Shoppingcenter am Potsdamer Platz. Ja. Und da gibt es so Nordsee und da stinkt es so. Okay, ist nicht so doll diesmal, aber wenn man ein bisschen später hingeht, da würde ich niemals sitzen. Da sitzen auch Leute und die essen da in dem Restaurant. Könnte ich niemals machen. Aber okay. Da gibt es jetzt auch zwei für 4 Euro. Die normalen Dinger. Was waren das? Bremer und noch irgendwelche zwei andere oder drei andere. Aber ich wollte das hier haben, denn das sah richtig geil aus. Schon von Weitem. Guckt euch mal diese Grillstreifen an. Das sieht richtig schick aus. Und ich mag Thunfisch. So, ja, okay, habe ich das mal gekauft und dann fangen wir jetzt mal den Kalorien an. Hier ist es, hat aber 700 Kalorien, ist schon ganz schön hoch. Da wird, ist das Mayonnaise, ich sage nur Thunfischcreme, aber ich denke mal, da ist Mayonnaise drin, denn das ist super cremig und sehr viel Kohlenhydrate. Ja, das Brot und was soll da noch drin sein? Rustikales Brot, sehr lecker, die Thunfischcreme, kommen wir gleich zu und Kapern, okay, habe ich nicht gemerkt. Knackigen Salat und einer saftigen Tomatenscheibe. Der Tomatenscheibe muss da nicht rauf. Mehr von den Gewürzgurken könnten rauf. Ja, weiß nicht. Tomaten machen alles immer nur rutschig. Und es war einfach schrecklich, das auszupacken. Ja, das heißt, alles runtergeklopft, getropft und dann hat es alles geklebt. Und okay, aber hier ist es. Und ihr seht hier die Tomatenscheibe. Ich dachte erst, es wäre Rucola. Keine Ahnung, sieht irgendwie ein bisschen aus wie Rucola. Und das schöne Brot hier, das sieht doch wirklich super aus, oder? Und Thunfischcreme, die kommt an der Seite raus. Also es ist richtig viel Thunfischcreme. Ja. Right here. Ja, könnt ihr nehmen. Ich will davon gar nichts haben. Was würdet ihr nehmen? Ich würde davon gar nichts nehmen. Wahrscheinlich noch eher das hier. Obwohl das hier ist auch, sieht auch wie Fischstäbchen aus. Aber das will ich nicht. Alles klar. Ja, aber das hier ist super. Es schmeckt sehr cremig. Und das Brot ist einfach super. Das gefällt mir richtig gut. Ist ein bisschen messy. Ist aber nicht fischig oder so. Es riecht auch nicht fischig. Sehr schön. Und das funktioniert einfach. Also wenn ihr Nordsee in eurer Nähe habt und mal ein Thunfischbrot essen wollt, 3,50 kostet der. Aber Thunfisch ist ja generell ein bisschen teurer. So würde ich sagen, das ist okay. Und das würde ich sagen, ist auch besser als ein Big Mac. Aber alles ist besser als ein Big Mac. Aber das hier viel, sehr viel besser als ein Big Mac. Und auch noch günstiger. Ja, here we go. Ja, das sieht doch super aus, oder? Und das schmeckt auch herrlich. Mmh. Ja, schmeckt nach Thunfisch. Sehr cremig, ein bisschen säuerlich. Säuerlich. Mmh. Gurke. Tomate habe ich jetzt nicht wirklich gemerkt, okay. Dieses Brot ist hervorragend. Here we go. Ja, bin ich so
sicher, ob das gut ist, das in einer Tüte zu überreichen. Das ist wie bei diesem Dunkler. Ist einfach zu messy. Eine kleine Box wäre besser. Ja. Aber hier geht es ja um den Geschmack. Und das hier schmeckt richtig lecker. Ja. Nordsee. Okay, ihr seid Fisch. Ja. Bremerhaven. Ja, das hier kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wenn ich müsste, würde ich mir das nochmal kaufen. Schmeckt richtig geil. Ja, gefällt mir richtig gut. Genau das, was ich erwarte von einem Thunfisch. Sandwich, nennen wir es mal Sandwich oder Brot. Hervorragend. Im Englischen habe ich nur einen Daumen nach oben gegeben. Aber es schmeckt mir mal besser. Ja, also ich gebe auch noch mal einen Daumen nach oben, aber das würde ich auf jeden Fall wieder kaufen. Könnte auch ein bisschen mehr sein als 100%. Lecker. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.